Hallo, ich bin die Eva-Maria Mautz und ich bin Teufelberger Ambassador. Und heute will ich euch die neue DreamMotion-Serie vorstellen. Und zwar haben wir im Ambassador-Team die alte DreamMotion-Serie überarbeitet und jetzt gibt es zwei prinzipielle neue Versionen. Wir haben einmal den DreamMotion Essential und wir haben einmal den DreamMotion Pro. Und die größte Neuerung ist, dass es beide Versionen nun in drei verschiedenen Größen gibt. Es gibt quasi Small, Medium und Large. Und Medium ist die Größe, die ihr gewohnt seid, die es schon seit Jahren gibt. Und dazu haben wir speziell einmal eine kleinere Version, für kleinere Personen wie mich, hergestellt und einmal eine größere für die, die nicht in den Medium reinpassen. Zulässig vom Gewicht sind alle bis 150 Kilo. Und so, ich zeige euch jetzt mal prinzipiell, was wir bei diesen neuen Versionen für Änderungen gemacht haben. Vom Prinzip her ist das altbekannte Konzept geblieben. Das heißt, alles, was grün ist, sind die PSA-Anschlagpunkte, so wie ihr das gewohnt seid. Und rot ist für Material oder Sachen, die eben nicht wo ihr nicht euer Leben dran hängt. Und zwar das hier hinten, das kennt ihr vom alten Gurt, da war ein roter Ring dran für zum Beispiel Motorsäge. Und das ist jetzt hier eine flexible Textilschlaufe. Dazu gibt es diese roten Punkte, die ihr vorne zwei seht und hinten zwei. Die sind zur Befestigung von einem Brustgurt. Die grünen PSA-Teile sowie diese seitlichen Ringe sind ein bisschen anders, als sie damals waren. Die sind jetzt auch überarbeitet worden. Und große Neuerung, dieser seitliche schwarze Ring ist einer, den ihr öffnen könnt. Das heißt, wenn ihr eure Beinschlaufen austauschen wollt, also die Verbindung zwischen dem Hüftgurt und den Beinschlaufen, könnt ihr quasi diesen Ring jetzt aufmachen und die ganze Verbindung austauschen. Diesen Ring, den gibt es auch als Ersatzteil zu kaufen. Und wenn ihr das lieber möchtet, dass ihr hinten euren Punkt für die Motorsäge nicht in Textil habt, dann gibt es eine Anleitung dazu, könnt ihr den hier einfach rausschneiden und diesen seitlichen schwarzen Ring nachkaufen und hier hinten einbauen. Was wir noch überarbeitet haben, ist das gesamte Design hinten. Es ist insgesamt ein bisschen ergonomischer geworden. Wir haben hier hinten eine Aussparung, sodass das Ganze ein bisschen flexibler ist und zusätzlich hier hinten quasi so ein Polster, was ein bisschen abfedern soll, eingefügt. Das gibt es auch hier vorne. Hier wurde ein bisschen Aussparung gemacht, damit das je nach Ergonomie von ist bei jedem Kletterer ein bisschen anders, dass das sich besser anpassen kann. Wir haben auch die Aufnahmepunkte hinten ein bisschen abgeändert und verbessert, sodass man das Material ein Stück weiter vorne anbringen kann, also die Materialkarabiner, und mehr Flexibilität hat. Wir haben auch insgesamt die Schnallen zum Zumachen. Sind ein bisschen anders als bei den alten Versionen, sind neuer. Und das ist vor allem gut bei dieser Verbindung zwischen Beinschlaufen und Hüftgurt. Das ist ein anderes System, was jetzt deutlich besser hält und einmal eingestellt sich auch nicht verändert. Farblich sieht man ja, er ist insgesamt deutlich roter und das liegt daran, dass es jetzt sowohl an den Beinschlaufen als auch an dem Hüftgurt elastische Bänder gibt, die ihr quasi schon mal voreinstellen könnt. Wenn ihr den Gurt anzieht, macht ihr das zu und dann bleibt der Gurt, wo er ist und dann könnt ihr die obere PSA-Schnalle, also die quasi den Gurt richtig hält und stabilisiert, dann einstellen und zumachen. Bei den
Schlaufen ist das besonders toll, weil die sich dann nicht mehr beim Klettern, beim Arbeiten verdrehen, sondern einmal eingestellt bleibt das genauso, wie das sein soll. Wenn ihr die aber nicht mögt, weil das euch zu viel ist, jedes Mal 6 Schlaufen auf und wieder zuzumachen, dann könntet ihr die auch einfach entfernen und rausschneiden. Das ist natürlich jedem sich selbst überlassen, wie er das möchte. Das Polster ist auch überarbeitet worden. Das ist jetzt ein bisschen insgesamt einfach auch ergonomischer. Und auch hier seht ihr das in den Beinschlaufen. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ist jetzt bequemer. Hinten auch quasi da, wie das hier verläuft. Die Form hat sich ein bisschen, wurde angepasst. Standardmäßig kommt der Gurt mit einer Brücke. Aber ihr habt quasi hier 2 Löcher. Das heißt, man hat die Möglichkeit, eine zweite Brücke einzubauen. Da könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die lieber in hellgrün wollt oder in dunkelgrün. Wird dann einfach, so wie ihr das auch vorher schon gewohnt wart, mit den Austauschbrücken eingefädelt. Habt natürlich auch die Möglichkeit, diesen Ring nachzukaufen. Ihr könnt euch aber auch einen Wirbel reinmachen, was auch immer ihr möchtet, oder gar nichts. Und dann steht in der Anleitung drin, wie ihr den Knoten zu binden habt. Ihr könnt es natürlich Längen verstellen, je nachdem, wie ihr das wollt. Selbe Länge wie die untere Brücke oder kürzer. Und baut es einfach so ein. Zieht es fest. Das muss hier lang genug sein. Und dann habt ihr eine zweite. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr quasi den Ring über beide Brücken drüber fädelt als Backup. Oder ihr benutzt diese 2 Brücken einfach unabhängig voneinander, zum Beispiel mit einer langen Kurzsicherung oder einem Zweitsystem. Wie ihr das auch bei dem alten Treemotion schon gewohnt wart, kommt dieses Päckchen mit elastischer Schnur und diesen Hülsen dazu, wo ihr euch dann selber Aufnahmepunkte an den Gurt basteln könnt. So wie ihr das quasi wollt, könnt ihr hier an all diesen Punkten entlang von dem Rückenteil oder auch von den Beinschlaufen euch selber eure eigenen Befestigungspunkte erstellen. Was sich auch geändert hat, die elastische Verbindung zwischen den Beinschlaufen und dem Hüftgurt sind jetzt aus diesen breiten elastischen Bändern. Das heißt, wer das kennt, dass man sich da schöne blaue Flecken am allerwertesten holt, die Zeiten sind jetzt vorbei. Das passiert hiermit nicht mehr. Hier kann man richtig schön einstellen. Das elastische Gurtband, das könnt ihr quasi an den Beinschlaufen, habt ihr da verschiedene Aufnahmepunkte. Das heißt, je nachdem, wie ihr möchtet, dass die Beinschlaufe sitzt, könnt ihr die unterschiedlich anbringen. Oder wenn euch das nicht gefällt und ihr wollt lieber die alte Version, könnt ihr natürlich auch wie vorher dieses elastische Bändchen wieder reinmachen. Beim Treemotion Essential seht ihr schon, der ist insgesamt schwarzer als der andere, als die Pro-Version. Und das liegt daran, dass er einerseits ein anderes Rückenpolster hat. Nicht das Gelpolster, sondern ein bisschen dünneres Polster. Das spart aber auch Gewicht. Er hat nicht diese Schnellverschlüsse, sondern quasi einen Verschluss, den man hin und her ziehen kann. Sowohl an den Beinschlaufen als auch oben am Hüftgurt. Die grünen Aufnahmepunkte sind genauso wie bei der Pro-Version. Und auch hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass ihr zusätzlich zu der einen Brücke auch eine zweite Brücke einfügen könnt. Bei den neuen Treemotions wurde jetzt die Lebensdauer von der gesamten Serie auf 10 Jahre verlängert. Und ihr könnt wie gewohnt, wie auch bei den alten Versionen, die Ersatzteile nachkaufen und einzeln austauschen, wie zum Beispiel die Hüft-Bein-Verbindungsschlaufen. Und wenn ihr mehr Informationen dazu braucht und wollt, dann schaut einfach mal auf unsere Webseite. Da findet ihr alles und Videos dazu. Macht's gut, bis bald!